Ein Trainer, Kasper Schmeichel, hat gerade gesagt, dass England schon Weltklasse war in 2021, aber jetzt ist England eine noch bessere Mannschaft. Würden Sie dem zustimmen? Und wenn ja, wie haben Sie sich denn verbessert? Wir müssen das beweisen. Der Gegner wird hier nicht herkommen und sagen, wir sind Idioten. Wir wissen, dass wir gute Spieler haben. Wir wissen, dass wir besser spielen können als zuletzt. Aber das ist ein enormer Druck beim im letzten Spiel und sie haben gut gespielt und haben sehr gut verteidigt während des gesamten Spiels und ich glaube, jetzt werden sie besser sein, wir werden körperlich besser sein, da wir jetzt schon ein Spiel in den Knochen haben und auch emotional, da war so viel Druck, ich glaube, Leute konnten das gar nicht verstehen, wie schwer das war für die jungen Spieler. Und ich bin froh, dass wir das Ergebnis hatten, das wir wollten. Aber jetzt werden wir gegen eine starke dänische Mannschaft morgen antreten. Jude Bellingham aus Trainerperspektive. Haben Sie schon mal mit einem Spieler gearbeitet, der schon bei so jung schon so viel Erwachsenheit ausgestrahlt hat? Ja, es ist toll, mit ihm zu arbeiten, er lässt sich gut coachen. Wenn man ein Top-Spieler ist und man sich immer weiter verbessern will, das ist ein tolles Zeichen. Ich habe mit Rooney gespielt, der auch sehr jung war. Und manchmal unterschätzen wir in England, was für ein außergewöhnlicher Spieler er war, wenn man an 2004 an die EM denkt. Und da ist er zum ersten Mal aufgetaucht. Das war ein unglaublicher Spieler. Mit den Jahren hatten wir gute Spieler und wir haben auch jetzt gute Spieler. Und der Erfolg der Mannschaft wird nicht von Jude abhängen. Nicht alles kann auf ihm lasten, alle anderen müssen beisteuern, aber er hat eine tolle Mentalität für diese großen Auftritte und er hat unglaublich tolle Momente in dem Spiel. Kyle, Sie haben gegen Dänemark gespielt 2021 und Sie kennen viele Spieler aus der Premier League. Was ist also die größte Gefahr gegen Dänemark? Werden Sie sie vielleicht unterschätzen? Nein, ich glaube nicht, dass wir irgendeine Mannschaft unterschätzen. Wir müssen ihnen den Respekt geben, den sie verdienen. Sie haben Spieler in der Premier League. Ich habe einige Jahre mit Chris Eriksen gespielt. Und in manchen Momenten kann er magisch sein. Wir gehen in dieses Spiel rein, voll fokussiert. Wir wollen die 3 Punkte, so wie vor ein paar Tagen. Und wie der Trainer schon sagte, wir müssen ein bisschen besser spielen und dann wird das schon werden. Weitere Fragen? Eine Frage aus Italien. Sie haben gesagt, wie wichtig es ist, schon ein Spiel in den Knochen zu haben. Wie wichtig ist die Mentalität, wenn bei einer Mannschaft, die gewinnen will? Ja, das ist alles. Klar, man braucht Qualität, aber am Ende des Tages ist die Mentalität und das, die Art und Weise, wie man in solchen großen Spielen spielt, da entscheidend. Und das haben wir in den letzten 3-4 Jahren gut gemacht. Ich glaube, wir sind da jetzt besser, aber wir haben auch Spieler, die diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben und sie haben jetzt die Möglichkeit, gleichzeitig diese Erfahrungen zu sammeln. Aber der Unterschied ist am Ende des Tages wirklich das Mentale. Eine
Frage aus Dänemark an Kyle. Sie haben gesagt, Sie haben mit Ericsson gespielt und wir wissen, was letztes Mal bei der EM passiert ist. Was sagen Sie über ihn? Ja, er ist fantastisch. Wir spielen in Manchester und wir treffen uns manchmal, aber was er erreicht hat nach diesen traurigen Nachrichten damals, das zeigt, was für ein Charakter er hat und welches Talent er auch hat. Sie haben gesagt, dass Sie viele Spieler haben, die keine 90 Minuten gespielt haben. Jetzt müssen Sie jetzt etwas ändern oder wird die gleiche Mannschaft wieder spielen? Ja, das sind genau die Entscheidungen, die wir treffen müssen, nicht nur für morgen, sondern immer, wenn wir spielen. Wir müssen schauen, dass wir die richtige Körperlichkeit haben, was ist das Level der verschiedenen Spieler. Spieler werden das positiv sehen, dass sie das Spiel gehabt haben. Wir hatten gerade so genug Zeit zwischen den Spielen und wir müssen jetzt eine Balance finden, um zu sehen, ob wir mit dem bleiben, was wir hatten, oder ob wir da jetzt etwas verändern werden. Luke wird nicht dabei sein morgen. Er ist so weit, wie wir es dachten, aber vor ein paar Tagen dachten wir, dass es vielleicht schneller gehen würde, aber er braucht ein bisschen mehr Volumen an Arbeit. Er hat noch nicht mit den Jungs trainiert heute. Er muss mehr machen als, es gibt Tage, wo er mehr machen muss als die anderen und es gibt Tage, wo er sich regenerieren muss. Er ist schon drin und draußen mit den anderen, aber hat auch sein Individualprogramm, das er absolvieren muss. Frage aus Norwegen an beide. Der Saft, um den viel gesprochen wurde, wie schmeckt er denn und was, worum geht's denn da bei diesem saure Gurkensaft? Ach, soll ich antworten? Okay. Ja, das ist ja schon eine Sache seit eine Weile. Aber als Trippier das Foto hatte, dann wurde das groß gemacht. Ich trinke das selbst nicht. Ich hatte Glück, keine Krämpfe zu haben, aber es ist Teil des Fußballs. Der Fußball entwickelt sich weiter und die Sportwissenschaft sagt, dass das helfen kann am Ende des Spiels. Ich kann da nicht viel mehr dazu sagen. Alle haben eine Meinung zu England, aber jetzt noch mehr mit den sozialen Medien. Wie gehen Sie damit um? Versuchen Sie das auszublenden? Wie gehen Sie damit um? Ja, es macht keinen Sinn, eine Regel zu haben, denn junge Männer werden die sozialen Medien benutzen, hauptsächlich auf positive Weise. Sie werden nach Dingen suchen. Als ich gespielt habe, haben wir Zeitungen gelesen. Ich mache das jetzt nicht. Ich fühle mich wohler, wenn ich mich da ausblende. Es ist nicht gut für die Weltpolitik, weil ich da nicht wirklich weiß, was da passiert. Aber für den nächsten Monat wird das besser für mich sein. Das hilft mir, am Ball zu bleiben. Und einige meiner Spieler gehen ähnlich damit um und andere werden sich die Dinge anschauen. Und klar, es gibt auch Leute, die ihnen was schicken und sagen, ignoriere den Nonsens. Aber das wissen sie ja. Aber ja, es ist, wie es ist. Da ist jetzt mehr Lärm um die Nationalmannschaft als bei jedem Verein, Millionen von Leuten im eigenen Land, soziale Medien, Medienberichterstattung, jemand schreibt etwas in den sozialen Medien, das wird von den Zeitungen übernommen und ist dann gleich eine Geschichte.
Das ist eine andere Welt und persönlich akzeptiere ich es, wie es ist. Das wird keinen Einfluss haben auf das, was ich mache. Mein Job ist es, die Spieler am Ball zu behalten. Was sind die Realitäten? Was machen wir gut? Wo müssen wir uns verbessern? Wo sind wir? Man kann da zu sehr in alle Richtungen abdriften. Und wir haben jetzt unser erstes Spiel gewonnen. So ist das. Das ist für einige Jungs eine komische Erfahrung. Deswegen ist es gut, dass wir erfahrene Spieler haben, die sie an der Hand nehmen können und die sagen können, was wichtig ist. Und was wir über ein Spiel denken, ist das Wichtigste. Wir werden auf jeden Fall Dinge ansprechen, die nicht gut sind. Und ja, das ist das Wichtigste, wie wir ein Spiel analysieren. Und wir haben die ganzen Infos, die wir brauchen. Karl, bei dir? Nein, ich lese das überhaupt nicht. Wie der Trainer gerade gesagt hat, wir können alle Fußball spielen und ich nenne das die Top 10%, was den Unterschied macht zwischen einem sehr guten Spieler und einem Mittelfeldspieler. Und wenn man zu viel Lärm von außen hat, ob positiv oder negativ, dann Leute sehen das in unterschiedlicher Weise. Aber ich konzentriere mich lieber auf das, was im Trainingslager vorgeht. Und meine Mutter sagt mir immer, dass ich ein gutes Spiel hatte. Da höre ich gerne drauf und das ist alles. Aus Marokko die Frage. Bei der letzten WM wurden wir Vierter. Haben Sie irgendeinen Tipp für unseren Nationaltrainer? Also Sie sind ins Halbfinale gekommen, oder? Wir haben das nicht geschafft. Wie kann ich ihm dann Tipps geben? Aus Dänemark. Was haben Sie von den Dänen gelernt und nach dem Spiel gegen Slowenien und können Sie ihnen wehtun? Ja, das kommt darauf an, ob sie weiter so machen wie da. Kasper ist ein toller Trainer. Er könnte gewisse Dinge ändern, kann er für jedes Spiel machen. So ist das Spiel heutzutage. Wenn wir schauen uns dieses Spiel an, aber auch die anderen davor und alles, was passieren könnte. Aber wir müssen sehr klar bleiben, was mit den Spielern passiert. Dänemark ist sehr anpassungsfähig mit ihm. Ich mag es, wie sie spielen. Der Charakter der Spieler ist größer geworden seit der letzten EM. Ich war schon immer jemand, der den dänischen Fußball hoch angesehen hat. Aber diese Gruppe, die sehe ich noch höher. Und die Art und Weise, wie sie führen und die Mentalität als Gruppe, ist toll. Wir haben viel Respekt vor ihnen, vor dem Spiel. Und wir müssen unser Allerbestes zeigen, um zu gewinnen. Noch zwei Fragen und eventuell noch eine aus dem Internet. Erik Ten Hag hat gesagt, Luke Shaw wird erst nach der Gruppenphase spielen. Stimmt das? Und wie sieht es aus mit Phil Foden links? Luke ist natürlich ein toller Spieler, deswegen haben wir ihn mitgenommen. Und obwohl er so lange nicht gespielt hat. Und wir hoffen, dass das so bald wie möglich geschieht. Aber ich möchte da jetzt keinen Zeitpunkt nennen. Aber wie gesagt, er entwickelt sich gut. Und natürlich die Balance, die er gibt, jeden gibt auf der Seite, wo er spielt, dann gibt er verschiedene Möglichkeiten da. Aber jetzt haben wir ihn eben nicht und wir müssen uns an das anpassen und an eine andere Lösung finden. Und Kieran hat am Wochenende
so gut gespielt, wie wir schon oft für uns in großen Spielen. Und wenn sie mit Flügelspielern sprechen, die vor ihm spielen, die Kommunikation, die er ihnen gibt, das hilft den Spielern enorm. Er hat verschiedene Attribute, die Luke wiederum nicht hat. Was die Reaktionen ausgeht, von außen angeht, das ist erst das zweite Mal, dass England bei der EM das erste Spiel gewonnen hat. Und England hat noch nie die ersten beiden Spiele gewonnen. Vergessen wir das manchmal, dass wir diese Geschichte haben? Ich bin seit einer Weile in diesem Job. Ich verstehe das alles. Und das hat mich früher genervt. Jetzt ist mir das recht egal. Spiele zu gewinnen bei den Turnieren ist sehr, sehr schwer. Und bei diesem Turnier haben wir jetzt diese extra Dimension, dass alle Mannschaften tolle Unterstützung haben auf den auf den Tribünen. Das war nicht so in den letzten zwei Turnieren. Wir hatten gute Ergebnisse in den letzten Jahren. Also wir nehmen das manchmal für selbstverständlich, dass wir gewinnen, aber wir sollten das nicht machen. Und die Jungs gewinnen, mögen das gewinnen noch mehr als ich. Ich habe da nur 45 Sekunden nach den Spielen, wo ich das genießen kann. Und ich hoffe, dass sie dann das ein bisschen länger genießen können. Da sollte mehr Freude da drin sein, aber das ist leider nicht meine Realität. Mein Fokus liegt darauf, uns zu qualifizieren, und wir haben noch zwei schwere Gegner vor uns, aber zwei Spiele, wo wir das erreichen können. Und ich schaue dann nicht viel weiter als das morgige Spiel im Moment. Die allerletzte Frage, eine Frage aus Deutschland an Gareth. England soll zu defensiv gegen Serbien gespielt haben. In Deutschland sagen wir, dass ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss. Ist das auch Ihr Ansatz oder wollen Sie mehr Spektakel? Nein, wir wollen so spielen wie in der ersten halben Stunde. Manchmal muss man als Mannschaft gut verteidigen, und wenn man keine Kontrolle hat, dann muss man da eine andere Seite zeigen. Aber wir wollen mit dem Ball spielen, so wie in den ersten 30 Minuten. Es gab Gründe, warum das nicht geklappt hat, und das müssen wir analysieren. Aber unser Ziel war es nicht, da uns jetzt zurückzulehnen. Serbien musste einen anderen Ansatz finden, nachdem sie zurücklagen. Und Serbien ist keine einfache Mannschaft. Mannschaften, die mit einer Dreierkette spielen, die können dann zusätzlich noch Spieler nach hinten schicken. Und dann Spieler, die dann zwischen den Linien kommen, und dann können sie ein kompliziertes Team sein, gegen das man spielt. Und das gab uns nur wenige Möglichkeiten, aber da waren wir eigentlich ganz zufrieden. Aber es gibt andere Aspekte, wo wir besser werden müssen. Und man muss beides richtig hinbekommen. Vielen Dank. Gut. Dankeschön, Wiedersehen.